Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zurück bei Finanzrebellen. Und du hast schon am Titel gesehen, bye-bye Finanzvertrieb, auf Wiedersehen Finanzvertrieb. Ja, ich selber war mal in einem Finanzvertrieb tätig gewesen. Welcher das ist, das verrate ich euch hier an der Stelle nicht, weil ich auch kein böses Blut irgendwo an irgendwelcher Stelle vergießen möchte. Ich möchte euch gerne aber auch mal Einblicke geben. Erstens, sozusagen, warum habe ich den Finanzvertrieb verlassen? Zweitens, was möchte ich dir als Kunde mitgeben? Und drittens natürlich, was möchte ich auch anderen Finanzdienstleistern damit mitgeben? Und das Video läuft heute so ein bisschen ab, so wie das ähnlich immer Aaron von Homo Ökonomicus macht. Ich verlinke den euch auch mal hier unten mit in der Beschreibung. Grüße gehen raus an Aaron, wenn du das siehst hier. Ich vermisse dich in Leipzig. Besuch mich mal wieder. Und ich selber 2014 bin in die Branche gekommen, weil ich selber sehr, sehr frustriert war zu dem Zeitpunkt. Denn ich habe in meiner ersten Ausbildung Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik gelernt. Man kann es auch einfach und simpel als Elektriker beschreiben. Und die Sache ist die, in dieser Branche und allgemein, das Handwerk ist immer noch und auch in den letzten Jahren extrem gegeißelt und gefangen in ein sozusagen Preisdumping-Wettbewerb. Der ist ja in der Spitze, war der ja während der 2000er Jahre, da hat sich ja eine Handwerksfirma der anderen unterboten im Preis, bis irgendwann ganz, ganz viele Handwerksfirmen auch mit der Finanzkrise dann damals 2008, 2009 krachen gegangen sind. Und seit 2010 so erholt sich die ganze Handwerksbranche nur wirklich sehr, sehr schleppend. Auch kann ich euch sagen, ich habe damals noch unter Mindestlohn gearbeitet, ne, was wir heute als gesetzliche Mindestlohn hatten, da habe ich darunter gearbeitet in der Handwerksbranche. Und natürlich war schlechte Bezahlung ein Grund nach meiner Ausbildung, warum ich das verlassen habe. Und der andere Grund war auch halt immer so die Arbeitsumstände, die ich hatte. Also von den 50, teilweise 60 Stunden, die man gemacht hat, hat man natürlich nur 40 bezahlt bekommen. Den Rest konnte man irgendwann mal abbummeln, aber wirklich realistisch ist es nicht passiert. Dann war man mal auf Montage. Das ist ja sowas wie, Montage bezeichne ich ja immer als moderne Sklavenarbeit. Also zumindest in der Firma, wo ich damals war, war es gefühlte Sklavenarbeit, weil man teilweise montags 3 Uhr morgens in der Nacht losgefahren ist von Leipzig auf einer Baustelle nach Hamburg, um dort pünktlich um 9 Uhr frühs mit der Arbeit beginnen zu können, nur um abends dann 18 Uhr donnerstags nach Hause fahren zu können, um dann sozusagen noch irgendwie so 3 Tage seines Lebens dahin zu vegetieren, aber mit dem Wissen, dass du am montags 3 Uhr morgens schon wieder los musst. Manchmal hat man da sogar auch bis Freitag gemacht, dann hatte man sozusagen effektiv nur 1,5 Tage zum Leben dazwischen, also es war ein Graus. Und natürlich auch neben den Umständen hatte ich zwischendurch auch mal die Situation gehabt eines Chefs, der mich aus der Firma rausekeln wollte, weil, keine Ahnung, irgendwann meine Nase nicht gepasst. So. Und damit stand für mich so fest 2014, okay, ich möchte die Handwerksbranche verlassen, wo gehst du hin? Und die erste Situation, die erste Möglichkeit, die ich hatte, war damals, wo ich dann auch nach Leipzig gekommen bin, zur Polizei zu gehen. Und ich hatte damals schon die Prüfung gemacht, um sozusagen den Polizeidienst anzutreten, den Polizeidienst zu beginnen. Und zeitgleich damals, wo ich diese Prüfungen gemacht habe und alles, hatte ich auch damalige Mentoren auszubilden oder wie man es im Finanzvertrieb nennt, Führungskraft kennengelernt. Und die hat mich dann sozusagen Stück für Stück mit diesem Finanzvertrieb in die Finanzbranche reingebracht, mir die Selbstständigkeit schmackhaft gemacht und ich stehe dazu heute noch. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das gemacht hat, weil sonst würde ich ja hier nicht sitzen und es dazu auch gar keine Videos geben. Und ich habe dann auch die Idee mit der Polizei ab ACTA gelegt und habe in diesen Finanzvertrieb angefangen. Und zu Beginn war das auch alles super. Also die Versprechen, die einem gegeben wurden, waren sehr hoch. Natürlich gibt es zum Beispiel dort immer intern Wettbewerbe und Bonifikation. Und wenn man in gewissen Zeiträumen eine gewisse Menge an Kunden oder Verträge an den Markt
Mann gebracht hat, dann gab es extra Geld und so weiter. Das Ganze war für mich sehr, sehr verlockend und sehr, sehr attraktiv. Zudem gab es ja dann auch noch die ganzen Schulungen und die ganzen Motivations-Vertriebsveranstaltungen, die dahinter stehen, wo man immer wieder Stück für Stück aufgepowert wird. Und auch das erste Jahr, wie ich dort war, habe ich das, ich sage mal, ohne Rücksicht auf Verluste mitgemacht und mich dem Ganzen hingegeben. Und so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich dann so schon gemerkt, okay, das, was dort gesagt wird und das, was dort versprochen wird, ist in den meisten Fällen doch etwas weit weg von der Realität. Und da versuche ich jetzt mal Stück für Stück weiter konkret hineinzugehen. Eine Sache zum Beispiel, die ich konkret mal so sagen kann, es gab auch in diesem Vertrieb, in dem ich war, einen Vertriebsmanager. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, da ist man ja so immer gerankt in solchen Verkaufslisten, wer ist der beste Einzelverkäufer, wer ist das beste Team, wer ist die beste Agentur und so weiter. Und da war ich in dem gesamten Durchschnitt immer sehr, sehr weit hoch, was sozusagen die Einzelberatungen, die Einzelverkäufe betroffen hat. Und die Situation war die, ich wurde dann auch in solche Vertriebs- und Verkäuferclubs eingeladen, weil ich halt gewisse Umsatzgrößen erreicht hatte. Und trotzdem war es so, dass mir die ganze Zeit in diesem ganzen Kontext kaum bis gar nicht weder Beachtung noch Anerkennung geschenkt wurde. Also man hat das zwar sehr gut gemacht, oder in dem speziellen Fall, ich habe das sehr gut gemacht, nur gefühlt, vielleicht war es auch nur gefühlt, haben alle anderen drumherum Belobigung, Anerkennung und so weiter bekommen. Ich war so gefühlt auch in dem eigenen Finanzvertrieb, in dem ich angefangen habe, das schwarze Schaf. So, vielleicht war das auch dieses dumpfe Gefühl noch aus der Elektrikerzeit, so dieser Gegeißelte sein, der sich dann so mit eingeschlichen hat. Und das war dann schon sehr komisch. Und ich kann mich erinnern, zwischenzeitlich sogar mal einige Wettbewerbe, die der Vertriebsmanager mitgegeben hat, gewonnen zu haben. Und ich sage mal so, Stand heute, ich habe diese Wettbewerbe bis heute nie ausgezahlt bekommen. Also das war schon so eine Sache, die ziemlich komisch war, dass sozusagen Wettbewerbe gegeben wurde, man diese Wettbewerbe auch beim Vertriebsmanager selber eingefordert hat, der dann zum Beispiel auf seine Assistentin wieder sozusagen verwiesen hat, das musst du dir bei der holen. Und am Ende des Tages wurden 16, 17 Mails, 8, 9, 10 Anrufe gemacht und du hast deinen Wettbewerb, also diese Stadtreise, die er dir geschenkt hat für 3 Übernachtungen in einer Stadt in Europa deiner Wahl oder so, hast du dann nicht bekommen. So, das heißt, also das Erste, was mich sozusagen in diesen Vertrieben geprellt hat, die Versprechen waren sehr viele und sehr hoch und nur ganz, ganz wenige wurden eingehalten. Das Zweite war, in dem Finanzvertrieb, den ich war, war ich sozusagen nicht wie heute mit einem unabhängigen Status, also der als Makler, sondern der eines Mehrfachagenten. Und Mehrfachagenten kannst du dir so vorstellen, dass du sozusagen in einem Rahmen gewisse Finanzprodukte frei vermitteln darfst. Also zum Beispiel sagt der Vertrieb, hey, wir haben jetzt hier 20 bis 30 Gesellschaften im Bereich Versicherungen, Investment, Bankwesen, Kredite und so weiter, die du vermitteln darfst, darüber hinaus aber nicht. So, das heißt, ich war schon in meiner Produktpalette ziemlich eingeschränkt. Das hat mich genervt, obwohl intern immer wieder in den Schulungen, Veranstaltungen, auch in den Veranstaltungen, um Mitarbeiter zu gewinnen, oh, da müssen wir unbedingt gleich drauf eingehen, das ist das Schlimmste überhaupt, immer gesagt worden, wir sind ja unabhängig, wir gehören ja keinem, wir sind nicht aufgekauft. Was in dem Sinne ja gar nicht stimmt, weil als Mehrfachagent bist du auch rein rechtlich schon vorm Gesetz, steht im Handelsgesetzbuch so, bist du nicht unabhängig. Der Vertrieb selber an sich ist nicht unabhängig, zumal er auch ja feste Vertragsbindungen mit einer sozusagen Gruppe an Gesellschaften gefüllt hat, also der Sinn des Mehrfachagenten. Und damit kannst du nicht unabhängig sein und so wurde es einem suggeriert. Und das habe ich dann aber irgendwann auch gescheckt, dass es nicht so stimmt. Und dann habe ich mich natürlich auch mit den Vorständen dort unterhalten und so weiter, wie es aussieht, warum denn man hier kein Makler werden kann. Was ist das Problem? Und hieß es, ja, immer rechtliche Hürden und so weiter. Persönlich glaube ich, also, dass die Wahrheit ist, dass natürlich mit diesen ausgewählten Gesellschaften, dieser Produktrahmen, den man hat, auch mit den Gesellschaften Sondervereinbarungen im Bereich der Provision, Vergütung, Honorare etc. gemacht werden und man damit nicht außerhalb der Gesellschaften geht, weil diese einen keine gesonderten Konditionen geben wollen.
Und da kommt schon der nächste Grund. Irgendwann fand ich es mit der Zeit ziemlich seltsam, wie viel ich eigentlich arbeiten musste, um sozusagen mal 5.000 oder 6.000 Euro brutto zu verdienen. Und da habe ich mich wirklich teilweise dumm und dämlich gearbeitet. Ja? Dort angerufen, den Kunden angesprochen und so weiter, sodass ich mir selber schon echt unangenehm war, weil ich mich selber nicht mehr ausstehen konnte, weder am Telefon, an den Nachrichten oder sonst, weil man hatte dann auf einmal wieder genau dieses Image, was man gar nicht haben wollte, diesen schmierigen Verkäufer. Ja, so der will mir irgendwas verkaufen, darum ruft er mich an. Und der ganze Grund ist halt auch, das Problem selber in diesen Finanzvertrieben, also in dem Großteil, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber den Großteil der Finanzvertriebe, ist halt dieses Strukturvertriebssystem. Das heißt beispielsweise, von 10.000 Euro an Provisionen oder Honoraren, die jetzt fließen, kommen effektiv gerade mal so 20-40% am Ende bei dir an. Warum? Weil die, die in diesen Hierarchiestufen, in diesem Strukturvertrieb über dir stehen, auch mit an den ganzen Provisionen beteiligt wird. Zuzüglich behält sich ja der Vertrieb selber ja auch noch Geld ein, weil die wollen ja auch noch was dran verdienen. Und so kam es, dass ich dann roundabout von den Provisionen und Honoraren, die ich verdient habe, zum Schluss nur 30-40% bei mir geblieben sind. Und das war dann ziemlich mager und deshalb sozusagen, um das gleiche Geld zu verdienen wie ein anderer Finanzdienstleister, musste ich doppelt bis dreifach arbeiten. Übrigens, etwas Gutes in diesem Vertrieb ist, und was die mir mit beigebracht haben, das hat den Vertrieb von sehr, sehr vielen anderen unterschieden. Ich habe sowohl die Provisionsberatung als auch die Honorarberatung gelernt, auf beiden Wegen. Und das ist ein ziemlicher Unterschied, weil die meisten Finanzvertriebe lehren einen nur die sozusagen, ich sage mal, etwas negativ behaftetere Provisionsberatung. Heißt natürlich nicht, dass jetzt in jedem Fall immer eine Provision schlecht ist, ne? Kann sogar ganz gut sein, in manchen Fällen macht sie sogar Sinn, aber auch zum Beispiel bei Altersvorsorgeprodukten und so macht sie keinen Sinn. Und das hat der Vertrieb damals ziemlich gut gemacht. Also Altersvorsorgeprodukte und Investmentprodukte wurden schon auf Basis der Honorarberatung, nennt sich dort Nettoberatung, vertrieben. Und damit habe ich sozusagen einen auch schon faireren Weg für die Kundenberatung gemacht. Das ist übrigens was ich mir nicht anrechnen konnte in der Zeit. Also die Produkte, die der Vertrieb hatte, waren großteils ganz gut. Ja, also auch selbst die Kunden, die nach meinem Austritt dort bei mir bleiben wollten, dazu komme ich auch gleich noch, die haben die Produkte immer noch, die sind super und ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich irgendwen irgendwelche schlechten Produkte, nein, denn die Produkte habe ich mir immer sehr, sehr genau angeschaut und ich habe mich sogar teilweise dort im Vertrieb, auch wenn ich da auf Gegenwind gestoßen bin, verweigert, manche Produkte zu beraten oder wegzugeben. Genau, doch eine Sache, die dann ganz einschneidend für mich war und zum Schluss war, ich hatte dann mal so eine dieser Incentive-Reisen gewonnen über den Vertrieb. Es ging ins Ausland, wohin, sage ich nicht genau, aber ich sage mal so, ein Zwischenstopp waren die Bahamas gewesen. Und auf den Bahamas hat sich eine ziemlich seltsame Situation abgespielt. Wir wurden da von der Hauptstadt Nassau in Richtung eines Privatstrands gefahren. Die Fahrt ging ungefähr eine Stunde. Und der Privatstrand, wunderschön, man hat uns dort Jetskis bereitgestellt, man konnte dort schnorcheln, man konnte dort Haibesichtigungen machen, es wurde Essen bereitgestellt, Musik, Getränke und so weiter. Und es war natürlich auch extrem heiß, ich glaube, da waren 30 Grad, 35 Grad im Schatten, es war wirklich, mir lief die Brühe die ganze Zeit nur so runter. Und dort waren dann, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich das, leicht bekleidete Angestellte im Bikini liefen die rum. Und habe ich mir dann nichts weiter bei gedacht. Dachte ich mir, gut, die gehören zu diesem Veranstalter mit, die bedienen uns, die haben uns Getränke gebracht und so weiter. Doch das Bittere ereignete sich dann zum Schluss als einer, also ich war ja nicht alleine dort, ich war ja mit anderen Vertriebsleuten aus diesem Vertrieb auch da, schon sehr, sehr betrunken war und angefangen hat, eine dieser Damen anzufassen und die ihn dann so wegschubste und meinte, $600. Immer wieder wiederholte sie das in dem Moment, wo er versucht hat, sie anzufassen. Und in dem Moment ist es mir wie, ich weiß nicht, wie aus dem Himmel gefallen, wie man das bezeichnet, aber ist es mir klar geworden, dass das anscheinend dort keine normalen Bediensteten waren,
sondern Prostituierte, die ihre Dienstleistung dann hätten käuflich angeboten, darum $600. Und das hat mich so ein bisschen geschockt, weil ich ja in die Finanzbranche gegangen bin, um etwas zum Positiven zu ändern, um dieses negative Image, was man über die Finanzbranche hat, die wollen einem nur etwas verkaufen, die wollen einen nur, die wollen nur ihren eigenen Profit, die stehen auf Fame, die Wolf of Wall Street, ne, ist ja so ein schöner Film als Beispiel, was da so im Hintergrund angeht. Genau dieses Image wollte ich ja aufpassen und in diesem Moment, ich steckte mittendrin. Ich wollte da auch gar nicht mehr sein, genau in diesem Image. So dieses, hey, Wettbewerber und Scheiß auf den Kunden, das war übrigens auch sowas, was mich an den ganzen Vertriebsveranstaltungen irgendwann gestört hat, dass immer sozusagen die Produkte wurden ganz hoch gelobt und auch, ja, Motivation und das Team und so, aber es wurde kaum über die Wichtigkeit und Bedeutung der Kunden noch gesprochen, irgendwann ganz zum Schluss. Und das hat mich so richtig genervt, weil ganz ehrlich, ohne Kunde bin ich nichts. Ohne dich, der dieses Video schaut, bin ich nichts. Ja? Wenn ihr mir kein Gehör schenkt und ähnliches, dann kann ich euch auch nicht beraten und damit mein Geld verdienen. Das ist ganz klar. Ihr seid mein Leib und Brot. Und das wurde dort ganz, ganz hinten angestellt. Also der Kunde war schon fast bedeutungslos in diesen Veranstaltungen geworden. Und das hat mich wirklich dann auch gewurmt und gestört, dass das so dann hinten runtergefallen ist. Alles um alles gab es dann auch noch später Verwerfungen mit meiner Führungskraft. Da ist dann auch noch was vorgefallen, da gehe ich hier nicht näher drauf ein. Aber am Ende habe ich dann beschlossen zu gehen. Zu gehen, warum? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine zweite Firma aufgebaut, nebenbei, weil ich habe ja unternehmerisch gedacht immer. Und zwar eine Firma im Elektrohandwerk, Elektrohandwerkbetrieb, lief alles wunderbar, gut kam Geld rein und war so die Intention zu sagen, okay, ich verlasse jetzt den Vertrieb und konzentriere mich jetzt erstmal nur auf dieses Elektrohandwerk, ja, weil damit verdiene ich gut Geld, ich muss mir keine Sorgen machen darum, dass jetzt kein Geld reinkommt oder dass ich pleite gehe und so weiter. Dann habe ich sozusagen auch den Finanzvertrieb verlassen, indem ich gesagt habe, hey, ich möchte mich jetzt um meine Elektrofirma kümmern und habe mich dann auch erstmal 2 Monate nur um meine Elektrofirma gekümmert und es lief auch gut. Doch ich habe dann gemerkt, die ganzen Kunden, die ich hatte, das, was ich gelernt habe, das Wissen, was ich dort bekommen habe, wofür ich auch weiterhin sehr dankbar bin. Also ohne diesen Vertrieb, ohne meine Zeit dort, hätte ich heute gar nicht so viel Wissen und würde auch heute nicht so intensiv immer beide Seiten betrachten, weil das habe ich durch den Vertrieb und durch den Austritt dort auch gelernt. Deshalb war das auch ein ganz, ganz wichtiger Lebensabschnitt für mich. Doch allgemein, genau, habe ich dann nach 2 Monaten beschlossen, okay, ich möchte wieder zurück in die Branche. Ja, also wieder wirklich Finanzen beraten. Und dann habe ich auch meinen Finanzberater angemeldet, meinen Makler angemeldet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch im Hintergrund meinen Finanzfachwirt gemacht und so weiter. Und dann war ich wieder drin in der Finanzbranche und habe dann auch weiter beraten. Und meine Kunden, meine Alten von früher, die haben sich auch reihenweise bei mir gemeldet. Die sagen, hey Josh, wir haben die Situation. Ich hatte sozusagen den Trust, hatte ich einfach da, weil die Leute mir vertraut haben und jetzt nicht sozusagen die Marke, die als Vertrieb darüber stand. Und damit war so für mich klar, okay, jetzt erst recht. Also jetzt muss ich weitermachen, weil es gibt dort Leute draußen, die verlassen sich auf mich. Und darum habe ich dann auch weitergemacht und das Ganze auch vorangebracht. Und ich sage mal so, ich verstehe mich mit einigen, die in dem Vertrieb dort arbeiten, heute immer noch gut und tausche mich kollegial mit denen aus. Ja? Weil nicht alles dort ist schlecht und nicht alles, was die machen, ist schlecht. Doch ich habe für mich halt irgendwann eine Entscheidung getroffen, welches Image will ich weiter voranbringen, welche Ziele habe ich. Und ich möchte die Finanzbranche, wie ich es schon gesagt habe, wieder in ein positives Licht rücken, in ein positives Bild rücken, dass da halt auch ein Vertrauen gegenübersteht, wenn man zu jemandem kommt wie mir, der sozusagen gelernt hat, mit Finanzen umzugehen. Und was ich den Kunden erstmal speziell mitgeben will, habe ich ja auch euch versprochen, ist, dass wenn ihr in einen Finanzvertrieb geht oder euch von einem Finanzvertrieb beraten lasst, fragt immer zuerst ganz genau, wie der Mitarbeiter vergütet wird. Und mit vergütet meine ich jetzt nicht, ob der ein Honorar oder eine Provision bekommt, sondern wirklich mal ehrlich nach seinem Verdienst. Weil was durch diesen Strukturvertrieb selber entsteht, ist nämlich dadurch, dass du mehr arbeiten musst und weil du weniger Provision oder Honorar bekommst, ist ja auch das gegenüber den Kunden, wenn du nur das machst, ein Abschlussdruck entsteht. Und dieser Abschlussdruck führt dazu, dass man, ich sage mal, manipulierende Verkaufstechniken benutzt,
damit halt diese Unterschrift gesetzt wird und zum Schluss weiß der Kunde gar nicht, was er macht. Und darum für dich auch im Vorspiel, wenn du dich in einem Finanzvertrieb beraten lässt, dann frage den Mitarbeiter dort auch, wie gut er verdient, wie er honoriert wird und auch weiß, was er dem Vertrieb an Geld abgeht. Wenn der das genau weiß und dann trotzdem dort arbeiten möchte, weiterhin, weil er es wirklich gerne macht und das gut findet, dann bist du an der Stelle auch bei dem richtigen Berater in einem Vertrieb. Wenn der aber nicht mal weiß, was er im Hintergrund an den Vertrieb abgibt, dann kann ich versprechen, solltest du sehr, sehr schnell diese Beratung verlassen. Mein Tipp. Für die ganzen Vertriebspartner, die dort oder die in einem Finanzvertrieb arbeiten und vielleicht mit diesen, ja, damit schielen sozusagen die Branche verlassen wollen und wie ich zum Beispiel sich unabhängig zu machen zu wollen, denen kann ich erstmal eins sagen. Im Vorfeld, also wenn ihr im Guten mit denen seid, redet mit eurem Vertrieb, weil es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr im Schlechten mit eurem Vertrieb geht, denn dafür kann euch sozusagen der Vertrieb auch gegenüber der IHK mehr als, also 2 Jahre Berufssperre geben. Und das wäre das Blödeste, wenn du gerne in der Branche weiterarbeiten möchtest, nur nicht mehr im Vertrieb, dass du dann auf einmal eine Berufssperre bekommst und 2 Jahre nicht weiterarbeiten kannst. Ne? Das heißt, das Erste. Und das Zweite ist, was ich euch mitgeben kann, auch euren Vertrieb selber, an den ihr seid, immer wieder, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu den Vorständen zu kommen oder zu den höheren Führungskräften, und euch missfällt irgendwas oder euch ist irgendwas unklar, das immer konkret sofort anzusprechen und zu hinterfragen, damit ihr auch wirklich immer wisst, seid ihr an der richtigen Stelle, seid ihr dort an dem richtigen Ort, um dort zu beraten und wirklich sozusagen das Wichtigste, was natürlich am Ende dort steht, der Kunde, gut beraten zu können, sodass sich der Kunde dann auch zum Schluss zumindest an dem Rahmen der Möglichkeiten, die du in dem Vertrieb hast, das beste Produkt bekommen hat von dir, ja, oder im Schadensfall seine Versicherungsprämie bekommt oder später seine Altersvorsorge gesichert ist, weil du ihn dementsprechend mit den richtigen Investmentkonzepten und so weiter dahin beraten hast, ja. Also da immer wieder in eurem eigenen Vertrieb auch kritisch hinterfragen, ja, auch wenn ihr gut mit denen seid und alles, trotzdem nicht alles einfach sinnlos hinleben, sondern nur hinterfragen, denn durch dieses Hinterfragen kann sich nämlich der Vertrieb, in dem ihr arbeitet, auch dahin anzupassen, auch besser zu werden. Ja? Weil wenn der Vertrieb nicht sozusagen keine Anreize bekommt, besser zu werden zu wollen für ihre Vertriebspartner oder die Kunden, dann wird er das auch nicht tun. Denn natürlich, wie in jeder kapitalistisch orientierten Firma, ist ein Verdienstinteresse dahinter. Ne? Und umso mehr Verdienst, umso besser. Und umso leichter der Verdienst, umso besser. Deshalb auch ist eure Stimme in diesem Vertrieb und wenn ihr nur sozusagen auch auf den kleineren Stufen seid, diese Stimme ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Das war sozusagen mal ein Freischnauze-Talk, warum ich den Finanzvertrieb verlassen habe, warum ihr, also worauf ihr als Kunde achten solltet und worauf ihr als Vertriebspartner in so einem Vertrieb achten solltet. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal ausdrücklich klarstellen, dass ich hier kein Vertrieb in irgendeiner Form schlecht reden will. Ich möchte auch keinen Berater darin, der da drin ist, schlecht reden. Es gibt gute Berater in, ich sage, weniger guten Vertrieben und es gibt auch schlechte Berater in sehr, sehr guten Vertrieben. Ja, das hängt immer ganz individuell von der Person ab und deshalb, ihr seid jetzt an der Stelle ausreichend informiert. Natürlich könnt ihr mich hier unten gerne auch mal kontaktieren, wenn ihr ganz klarer noch etwas zu einem speziellen Vertrieb wissen will. Ich habe ja die Kontakte auch zu den Einzelnen und Ähnliches. Dann kann ich euch das ein oder andere auch nochmal zu erzählen. Oder ihr verfolgt mich hier auf Instagram. Den Banner haben wir ja hier schon ein paar Mal eingespielt. Dazu kann ich dann euch dann auch nochmal konkret die ein oder andere Information geben, damit ihr für euch immer die beste Entscheidung, also finanzielle Entscheidung oder auch berufliche Entscheidung treffen könnt. Genau. Und ansonsten, das war's von mir, Joschka Birkigt, Online-Finanzberater hier aus Leipzig und ich wünsche dir noch einen super duper Tag.